Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Rome 2 Hannibal at the Gates. Ja, wir spielen immer noch Karthago und ich finde es angenehm, wie wenig Gruppen es hier gibt. Was, Elendsviertel? Oh, natürlich hat es jetzt hier schon Elendsviertel, wie schnell die entstehen. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall keinen Schutz mehr vor der Sezession. Das hier muss natürlich weg, das ist logisch. Ja, dann gibt es ja nochmal plus 1 auf öffentliche Ordnung. Rotierung von Landeinheiten ist eigentlich auch ganz gut. Aber erstmal gucken, ob die jetzt uns hier auch wirklich treu ergeben sind. Ja, treu ist anders, aber es ist besser als nichts. Was kann man denn da noch machen? Das ist halt alles so scheiß teuer. Was kostet das denn hier? 672. Ja, aber eigentlich sind sie momentan hier gerade eben ganz okay. Dinge, mit denen ich leben kann. Gepriesen sei Balamon. Und jetzt können wir theoretisch den hier den Krieg erklären. Macht mein Agent hier. Ich möchte erstmal gucken, was da drüben jetzt los ist. Eure Befehle, mein Herr. Ja, also die sind glaube ich deutlich größer. Wenn man die sich auf der Landkarte mal anguckt. Wir haben auf jeden Fall mindestens zwei Ländereien. Aber warum ich das Ganze mache, ist ganz einfach. Wir brauchen es hier für unsere Mission. Ne? Wir brauchen die Speed und wir werden auch noch das da oben brauchen. Also so oder so, da ist kein Vorbeikommen, sag ich jetzt mal, an dieser Situation. Aber bevor wir das machen, machen wir noch andere Dinge. Nämlich hier ausbauen. Ebesus wird hier immer noch ausgebaut. Was haben wir denn hier für... Diese Speerträger. Der Militärhafen ist halt schon ziemlich geil. Also man könnte auch hier noch einen Militärhafen reinklatschen. Statt dem anderen. Oh, großer Hafen. Militärhafen. Machen wir. Und dann werde ich hier daraus eher dann nochmal, wenn es soweit ist, hier noch einen Fischereihafen machen. Gut, damit ist das Geld... Hallo. Ocken die da rum und bestaunen unser Saguntum. Ist ja mal gar nicht auffällig, oder? Nö, kein bisschen. Alles klärchen. Ich lebe um den mächtigen Karthago. Da irgendwie ein Römer hier in Griffweite? Nö. Also kann ich auch nochmal rüber. Zum Hafen? Nur für den Fall, dass sie der Meinung sind, sie müssen jetzt Dummes tun. Befehle, mein Herr. Ich mache jetzt was. So. Schlecht für sie. Ja, stimmt, die haben noch einige Verbündete. Die haben noch die Kantaber und die Wolke als Verbündete. Mal gucken. Ah, die einen haben gar nicht mitgemacht. Ah, ich glaube. Oh, die Kantabre haben glaubt. Die Siedlung wird belagert. Boah. Räumen wir sie einfach aus dem Weg. Schaut auf jeden Fall machbar aus. Und zwei Schleuderer. Nee, wir warten. Ich möchte kein schlechtes Wetter aufsperren, wenn er mit Feuer verwenden will. Falls. Absichtlich sage ich falsch. Nicht gesichert. So. Wir sollen hier natürlich zurückweichen. Und ich habe keine Ahnung, warum sie Elefanten nach vorne packen. So stabil sind die Elefanten nämlich nicht. Toll. Sie ziehen aufs Schlachtfeld. Dabei sollten diese dann lieber ihren eigenen Scheiterhaufen zusammentragen. Wir sind im Portal. Darf ich jetzt endlich laufen mit allen, die ich haben will? Dankeschön, Spiel. Eine sehr, sehr offene Stadt hier. Okay, wir machen das folgendermaßen. Kavallerie! Na, Kampf, Kavallerie! Kavallerie! 3, 4. Außenrum. Irgendwann werde ich da reindonnen.
Ich muss halt irgendwie diese Fernkämpfe. Hopliten bereit! Befehle! Möge Valhamon uns Kraft geben! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Ja, kommt dahin, dahin und dahin und dahin. Speerträger! Schnell vorrücken! Valhamon schützt uns! Ah, nee, ich nehme die zwei hier zusammen. Und ihr sollt eigentlich rennen und nicht gehen. Wir sind zielsicher. Gehen wir mal näher ran. Und werfen dann gezielt erstmal auf die Fernkämpfer. Die müssen als erstes raus. Ich behaupte, den Rest schaffen wir schon. Und werft einfach übers Haus drüber. Das scheint zu funktionieren, gut. Baal-Hamun hat uns gesegnet. Ihr geht da hin und werft. Und ihr, ja, ihr könnt tatsächlich. Doppelte Geschwindigkeit! Baal-Hamun hat uns gesegnet. Kriegselefanten! Läuft hier? Habe ich schon erwischt. Oh Gott, die werfen auf den Falschen, aber sie haben ihn schon fast rausgenommen. Ein Stammeskrieger hier. Gut, damit kann ich leben. Komm mir so, wie es aussieht, nicht an. Mal ein bisschen schneller, warum gehen die denn alle hier hinter dieser Phalanx? Normalerweise können die auch dran vorbeilaufen. Auf jeden Fall ist diese Phalanx anscheinend undurchdringbar. So, werft jetzt mal auf den Verein hier. Oh, 100. Hey. Voll doof, dass die nicht auf das werfen, was ich sage. Jetzt doch auf die da werfen. Ach, scheiß drauf. Werft einfach jetzt hier auf die da. Übernimmt die Kavallerie den Rest. Befehle! Hopliten bereit! Dahin, noch dahin. Sind schon fast erledigt, jetzt könnt ihr auch wieder noch werfen. Okay, jetzt auf einmal werfen sie auf das, was sie werfen sollen. Aber eigentlich soll jetzt auf die Schwertkämpfer werfen. Ne, angreifen sollt ihr nicht im Nahkampf. Okay, Attacke. Rennt halt mal schneller. Peinlich, wie die sich anstellen. Wir sind zielsicher. Sind jetzt hier schon nur noch 90. Ja, die Wurfspeere hier, die werden, die Speerträger werden jetzt ja gleich die Lust verlieren. Das ist. Sollen da weiter drauf werfen. Wenn die wegrennen, kann die Kavallerie sie niederreiten. Sieht auch noch ganz friedlich aus. So, jetzt könnt ihr auf den da noch werfen. Kavallerie! Schaut hier aus. Ganz vernünftig. Rein da. Die Götter sind mit uns. So, ihr verfolgt es wieder. Geschossinfanterie bereit. Kavallerie!
muss jetzt da näher ran. Oh Gott, das ist nicht gut für meine Reiter. Das ist gar nicht gut für meine Reiter. Ihr greift hier an und ihr die da. Der da drüben. Oh wei, die haben hier Kavallerie. Das war ein Fehler von mir. Aber ich kann sie hier retten. Ich habe nämlich selber noch eine Kavallerie am Start. Mal gucken. Problem ist halt noch, ist die Schlacht in Nullingo entschieden. Kann da gar nicht durch, oder wie? Nee, man kann da nicht durch. Jetzt hat's gemerkt. Und zurück wieder. Baut's hier aus. Reitern hier an uns. Schick mal die Elefanten mit da drüben hin. Werf mal hier auf diese komische Steinschleuder oder nee, die können uns eigentlich nochmal kurz sparen hier. Wir sparen uns hier nochmal ein paar Points, ein paar Wurfspeere auf. Ich gehe jetzt hier über die Flanke rein. Wie lange hält das an? Massenansturm. Weiß es nicht. So, wir gehen jetzt rein. Attacke. Nee, geht auch nicht. Nur rein. Wir gehen mal da. Ah, okay, die wanken jetzt. Gut. Hopliten bereit! Wir gehen hier näher ran, was ist mit euch? Was ist mehr? So, ran an den Speck. Uns haltet ihr nicht auf. Valhamon hat uns gesegnet. Kriegselefanten! Eure Befehle! Valhamon schützt uns! Warf einfach mal ein, alles drauf, das schockt den Gegner natürlich. Wenn wir das tun, jetzt können wir auf diese Fernkämpfer da hinten drauf gehen. Ah. Nee, komm, wir machen jetzt alles hier weg. Ah, die randalieren schon. Okay. Ich glaube, nichts gesagt. Kommt, geht auf die drauf und jetzt alle auf die da. Dann sind sie erledigt. Die Götter sind mit uns. Zerstört sie. Ihr geht jetzt hier rein. Elefanten für den Kampf bereit. Boah, die halten aber ganz schön durch. Die Kavallerie geht jetzt hier raus und geht jetzt wieder los. Ich möchte, dass sie nicht mehr schießen. Hier geht es da noch mit ran. Zwei Seiten hier attackieren. Ach, wie interessant. Lauft mal damit rein, Leute. Wichtiger als
Kavallerie hier wegzumachen, ist viel wichtiger. Wollt ihr Befehle? Sie vorwärts! So, die schnappt ihr euch jetzt hier auch. Der hier ist immer noch am Kämpfen, mein F*** nicht. Ja, wir haben es jetzt im Griff. Ja, vielleicht kann ich den jetzt hier mit diesem Schock hier nochmal erwischen. Haben die Angst? Ja, die haben Angst. Wir haben gewonnen. Ah, nee, doch nicht ganz. Da ist noch was. Na, endlich. Gewundert, ey. Hab ich meine Männer nicht bewegen können. So, die mit der Kavallerie, ist das jetzt hier so eine Sache, die möchte ich eigentlich wirklich da hinten hingestellt haben. Ja, die will ich hier haben. Die letzte Truppe hier, Veteranenschildkrieger, die bauen sich noch. Eigentlich kann ich die hier verfolgen lassen, dass sie nicht versammeln. So, ihr geht hier noch hin. Ihr geht da noch hin. Elefanten stelle ich da noch dazu. Ja, die werden verfolgt. Perfekt. Wie sieht denn aus? Die wanken jetzt eh. Also quasi die großen Veteranen, die jetzt hier ordentlich zittern. Aber sie haben einen guten Vorteil. Sie können Wurfspeere werfen. Das muss man ihnen lassen. Das wird nicht lange dauern hier. Die wanken ja jetzt schon. Es ist vorbei. Hat aber länger gedauert als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es haben eigentlich nur 3 Einheiten Nens für den Schaden erlitten. Und damit wird auch dieses Gebiet Militärtradition erlangt. Und nochmal ein gesamtes Gebiet hier eingenommen. Ja, das ist gut. Wir machen hier auch hin. Wie lange brauchen die, um hier wieder rekrutieren zu können, beziehungsweise ihre Verluste aufzufrischen? Ja, 4 Runden. Das ist jetzt hier natürlich der Feind. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Der jetzt hier natürlich eine schwere Option hat. Ich gehe sogar jetzt hier in die Mitte, falls ihr auf die Idee kommt, jetzt hier nach Kieses zu gehen. Weil das können die hier, glaube ich, mit dem kleinen Trupp nicht einnehmen. Kieses kann ich dann mit denen hier verteidigen. Die sind in Reichweite für Ilerda. Ilerda ist so weit weg. Diese Armee ist jetzt hier eigentlich verloren, weil mittendrin. Ich lebe, um den mächtigen Karthago zu dienen. So, du bleibst hier. Wir haben eh gerade eben kein Geld mehr. Bereit zum Kampf. Karthago ist auch einigermaßen verteidigt. Okay. Mit wem habe ich denn gerade eben noch Krieg? Hanion. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch, Kriecherei und... Okay. Rom natürlich. Man kann übrigens mit Rom keinen Frieden machen in diesem Modus. Wenn es sein muss. Das ist sehr, sehr witzig, wenn man so darüber nachdenkt. So, die Vaskonen. Ja, mit denen habe ich gerade geprügelt. Die Wolke. Götter des Jenseits, verschont mich. Warum stört ihr... Gut. Wir haben mehrere Aufgaben zu erledigen. Ach so, stimmt ja. Wir haben ein Level-Up auf der Armee. Mein Herr... So, wir haben bis jetzt hier eindrucksvolle Kämpfer. Wir könnten hier auf Level 2 gehen. Macht mehr Waffenschaden. Plus 3%.
und mehr Nahkampfangriff. Oder, was ich mir schon mal überlegt habe, die unerbittlichen Eroberer. Na, Waffenschaden und, weil wenn ich das hier schon mache, dann habe ich zwei Boni mit. Komm, wir gehen. Nee, geht nicht. Also mache ich doch ja die unerbittlichen Eroberer. Da habe ich mich schon beim ersten Mal dazu, also ich habe zwei Folgen aufgenommen, die halt kaputt waren, ne? Deswegen weiß ich das jetzt hier alles noch. Ja, unerbittlicher Eroberer nehmen wir jetzt hier. Was? Das Lustige ist, dass sich tatsächlich die Einheiten anders verhalten, ne? Also diese Armee stand damals nicht so rum. Komischerweise anders. Obwohl ich mich gleich verhalte. Sehr, sehr interessant. Okay, Runde beenden. Der Handel ist eine gute Sache. Auf einem Markt lernt man ein Volk zu verstehen und zu respektieren. Ja, mit Massilia handle ich an der Stelle. Und lass es mir auch noch schön bezahlen. Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken und zum Wohle ihres Volkes Gespräche führen. 1500 mache ich das. Oder sie zahlen mir sogar noch mehr. Da habe ich dann keinen Stress mit. Oh, wir haben eine Rebellion. Mission erfolgreich. Wir werden am hellsten leuchten. Ja, wir haben die vier Provinzen jetzt und bekommen nochmal 3500 oben drauf. Ziel erteilt, wir stellen uns ihm entgegen. In den Ländern liegt Wohlstand. Iberien wird uns reich machen und unsere Kriegsbemühungen finanzieren. Wir müssen unsere neuen Bereicherungen zusammenlegen. Dann wird Rom unsere Macht kennenlernen. Beherrscht 24 Siedlungen, entweder durch direkten Besitz, bla bla bla. 24. Oh. Einer gewissen Aufgabe. Also mit denen haben wir jetzt erstmal wieder Frieden. Das heißt, wir können uns jetzt hier um die anderen kümmern, die der Meinung sind, dass sie weg sein müssen. Und, was wir jetzt auch bekommen haben, ihr seht, wir haben jetzt hier eine Stadt, die uns einen Rüstungsbonus gibt. Hier das Dorf mit Eisenwerkstatt. Finde ich sehr, sehr schön und sehr schön. Was mache ich denn da? Na, überhaupt. Opelei? Ne, Kapole. Appelloi. Würde euch mit einem besseren Preis machen, aber das ist schon. Freiluftmarkt. Und Emporion. Das Geile ist, es kostet nur Nahrung. Hier können wir noch öffentliche Ordnung hinzufügen. Und Wohlstand. Ich kann ernst. Ja, mega. Das ist ja mega geil. Warum mache ich das nicht überall hin? So, ja, dann machen wir jetzt das hier. Dann kann ich hier die besseren Feldtasten ausheben. Wir haben so viel. Mit muss ich doch was machen lassen. Scheiße, ich hatte 10.000. Ich hätte die Regierungsform wechseln können. No! Oh. Das wäre halt auch nicht schlecht gewesen, Imperium, aber das können wir halt noch nicht. Königreich. Regierungsplatz für alle Provinzen plus 1. 2 Erfolgsrang, Erfahrungsrang. Ach. Denke ich, spare diese Runde tatsächlich sogar einigermaßen. Wie kann ich Karthago dienen? Schneller, ihr Verfluchten! Ran? Geht's auf jeden Fall erstmal hier hin. Packe diese Flotte hier hin, nicht, dass die auf die Idee kommen, hier einzunehmen. Die haben sich jetzt hier auf den Ozean begeben. Könnte sie also jetzt jederzeit hier quasi ausbauen. So. Typische Speerträger, Peltasten. Das gibt dann einfach nur noch mal minus 5% Söldner-Anheuerungskosten und nochmal Armee-Rekrutierungskapazität. Drei karthagische Blüten, zwei libysche Speerträger. Ah, nee, und dann werden noch libysche Peltasten raus. Alles klar, die dann hier als Garnison stehen. Okay, das macht natürlich schon mal einen qualitativen. Wo war ich denn da? Genau, ich baue das hier gerade eben um. Wollte eigentlich das hier auch noch umbauen, aber erstmal sparen, Leute, denn wir brauchen die Kohle jetzt hier gleich in der nächsten Runde.
nochmal regenerieren und dann müssen wir die anderen Völker hier schlagen. Am besten die, die als erstes am leichtesten zu schlagen sind. Aha. Und haben wir hier nur Frieden. Verbesserungen 1 haben wir jetzt erforscht. Verbesserungen 1, was für ein Einfallsloser. Ja, komm, dann machen wir das jetzt hier auch noch. Dann haben wir jetzt auch noch hier die Aktionskosten reduziert. Dauert zwar 4 Runden, aber dann haben wir hier schon mal die grundlegenden Technologien erforscht. Tanier sind mein Feind. Okay. Ohm, klar. Achso. Es gibt nur noch die Lusitanier. Komm, wollen die Arevacci mit mir gegrüßt. Handeln? Ich hoffe, ihr kommt mit ehrenhaften... Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt... Alles klar. Ich fürchte, meine Vorfahren und die Geister des... So läuft es aber nicht. Libyen. Ich werde euch die Ehre erweisen, euren Bedingungen zuzuhören, in der Hoffnung, Weisheit und Profit darin zu finden. Wäre so viel Geld, ohne Witz, ich gebe euch jetzt tatsächlich und ich hoffe, ihr wertschätzt das. Das hat sich in ein paar Runden amortisiert, aber es mich hat langsam aufgeregt, dass ich mit denen hier nicht handle, wisst ihr, das ist ja gar nicht. Rote Taner. Seid gegrüßt und nun sprecht offen, denn wir sind ein ehrliches Volk und wissen, Aufrichtigkeit in anderen zu schätzen. Ja, das... Komisch, das sagen wir alle. Euer Angebot ist ehrlich und ehrenhaft. Ich schwöre bei den Göttern. Den Göttern. Die Götter lassen mich euch zugehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Und jetzt habe ich auch Handel mit denen. Ich stimme im Namen unseres Volkes zu. Lass dies ein Zeichen des Guten sein. Militärischer Zugang, habe ich schon militärischen Zugang? Ich habe nur ein Handelsabkommen, ne? Wollen wir kein Militär? Ja, irgendwie werde ich da schon durchkommen. Jetzt machen wir schon fast 5000 pro Runde, Leute. Das ist brutal. Und jetzt können wir die Regierungsform wechseln, übrigens. Wir haben genügend Geld jetzt. Die Frage ist, was wollen wir? Militärische Forschungsrate plus 20% ist halt mega geil. Unterhaltskosten für die Armeen reduzieren ist auch mega geil. Einen Bund wechseln. Aber wir machen Städtebund. Komm, anwenden. So. Jetzt sind wir Städtebund. Wieder doof. Führungsart. Bömmler. Ach, minus 20, weil ich die Regierung reformiert habe. Das finden die jetzt erstmal doof. Mich davor keiner gewarnt hat, finde ich sehr, sehr nett. Am Altar unseres Wohlwollens muss ein Opfer gebracht werden. Das können wir Natürlich machen. Natürlich spreche ich von Gold. Das können wir machen mit den Massilien und Nicht-Angriffspakt. Ich bin erstmal hier noch eine ganze Weile beschäftigt. Aber nicht mehr in dieser Folge, liebe Leute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir werden dann uns dann um diese kleinen Kameraden hier kümmern. Würde ich mal sagen. Vorher schauen wir mal ganz, ganz kurz, ob wir noch irgendwas tun können. Wasch. Ah, ich kann jetzt den Ebesus hier, alles klar, endlich das hier machen. Dann will ich auch noch hier die Kaserne. Musterungsfeld. Jawohl, perfekt. Das da dann hingeklatscht sehen. Das hier kann ich dann jetzt hier auseinandernehmen. Dann mache ich nämlich hier in Karthago Nova eine ganz, ganz andere Situation. Da baue ich nämlich dann hauptsächlich wirtschaftliche Gebäude. Was haben wir denn hier noch Schönes? Gehen auf öffentliche Ordnung. Sehr, sehr gerne. Und damit verabschiede ich mich von euch, liebe Leute. Wie gesagt, beim nächsten Mal räumen wir die aus dem Weg. Mal gucken, wie schwer es wird. Können wir uns ja gleich schon mal angucken. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat.
Ja, und auch wenn das jetzt relativ leicht wird, ne? Das dann beim nächsten Mal einfach. In dem Sinne, mal schöne Zeit. Tschüss und Ade.